vam želim predstaviti, kako so se učenci z uporabo iPada naučili nemških besed, prostorov in pohištva ter predlogov. S pomočjo iPadov so se učili tvoriti povedi, ki so povezane z dokaj kompleksno strukturo. To so tako imenovani Wechsel Prepositionen, predlogi, ki smo jih vezali s tretjim sklonom ter pohištvom in se na koncu naučili opisati svojo sobo. Tudi tukaj so si pomagali z iPadi. Pa pojdimo korak za korakom. Najprej smo spoznali besedišče s pomočjo slike in besede v PowerPointu. Učenci so si zapisali besedišče v zvezke. Besede o prostorih, pohištvu in opremi so učenci utrjevali z iPad aplikacijo 24/7 Tutor in pri tem so si pomagali z angleščino. Der Teppich. Der Teppich. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Die Dusche. Die Dusche. Der Briefkasten. Der Briefkasten. Das Fernsehen. Das Fernsehen. Links. Rechts. Neben. Der große runde Teppich liegt auf dem Boden in der Mitte des Zimmers. Der Tisch und die Stühle stehen auf dem Teppich. Auf dem Tisch steht eine Lampe. Tvorili smo povedi, v katerih se povezuje predlog, tretji sklon in pohištvo. Uporabljali smo učne kartice, ki so narejene v programu Quizlet. Na eni strani kartice je naloga. Učenec jo pogleda, pove rešitev in se dotakne ekrana iPada. Kartica se obrne in učenec preveri, ali je bila njegova rešitev pravilna. Der Computer steht auf dem Tisch. Richtig. Super. Der Tisch steht vor dem Fenster. Der Tisch steht vor dem Fenster. Der Papierkorb steht unter der Tisch. Der Papierkorb steht unter dem Tisch. Ko smo dobro utrdili predloge ter pohištvo in opremo,
je na koncu vsak učenec s svojimi besedami opisal svoje stanovanje in svojo sobo. Mein Haus. Ich wohne in einem Haus. Es liegt in Kruševac am Stadtrand. Es hat drei Balkone, eine Terrasse und einen Garten. Es ist groß, gemütlich, praktisch und nicht so neu. Ich finde unser Haus super. Es hat viele Räume. Im Erdgeschoss gibt es einen Flur, eine Werkstatt, einen Keller und ein Bad. Der Nachttisch steht an dem Berg. Die Lampe steht auf dem Nachttisch. Der Schrank steht vor dem Bett. Im Esszimmer esse ich. Im Wohnzimmer fernsehen wir. Im Arbeitszimmer Hausaufgaben machen wir. Im Schlafzimmer schlafe ich. Im Bad duschen ich. Auf dem Balkon kann man sich sonnen. Thank you.